natürlich auch wieder im Hinterkopf behalten, eben, dass es diese App gibt und ihr diese eventuell zur Verfügung habt. Aber wir spielen jetzt einfach mal ein Szenario durch. Wer jetzt noch zuhören möchte, wer sich nur für die App interessiert hat, kann jetzt an der Stelle Schluss machen. Die kommt jetzt nur noch am Rande kurz mal vor. Situation ist folgende. Wir befinden uns abseits des Weges, sagen wir mal 200 Meter oberhalb des Weges, 50 Höhenmeter höher, an einem wunderschönen Plätzchen im Wald, haben uns dort ein Lagerchen errichtet, ein kleines, mobiles, ein völlig legales, und schnitzen uns jetzt irgendwie, keine Ahnung, einen Löffel, sind aber doof und schnitzen im Stehen, während wir rumlaufen, weil uns gerade danach ist, stolpern, fliegen hin und rammen uns einen spitzen Ast durch den Oberschenkel, so schön quer durch. Jetzt haben wir ein Problem, nämlich das blutet, und zwar ordentlich. Das Erste, was man jetzt eventuell machen könnte, aber auf keinen Fall sollte, wäre bei solchen Pfählungsverletzungen das Ding gleich rauszuziehen, weil dann blutet es noch viel mehr und dann kann keine blutstillende Maßnahme dieser Welt wahrscheinlich noch verhindern, insbesondere nicht, wenn eine Arterie verletzt ist, wie jetzt hier in unserem Fall mal exemplarisch einfach mal angenommen, dass wir verbluten, bis der Rettungsdienst da ist. Denn der Rettungsdienst braucht eine ganze Weile, bis er uns da mitten im Wald gefunden hat. Weil wir befinden uns jetzt mal nicht direkt an einem Rettungspunkt, den wir soeben mal eben gerade erreichen können. Heißt, unsere App wäre zwar schon hilfreich, um dem Rettungsdienst sagen zu können, in der Nähe welchen Rettungspunktes wir uns befinden, weil sobald die diese Information haben, können die schon losfahren zu diesem Rettungspunkt. Und dann kann man ihnen in aller Ruhe, in Anführungszeichen, während die unterwegs sind, der Zentrale von denen erklären, wo man denn genau liegt. Deshalb wäre diese App eben halt schon praktisch, den entsprechenden Rettungspunkt in der App antippen und sehen, wie heißt der, und genau das eben durchgeben bei der Meldung, was man für ein Problem hat, und kann dann in Ruhe auch noch seine eigene GPS-Koordinate durchgeben, denen auch sagen, was man jetzt vorhat. Ich bin hier oberhalb vom Weg, will jetzt da versuchen, irgendwie runterzukommen, bevor ich tot umfalle, und könnte mich dann im Wald einsammeln. So wäre das jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, wenn man dann eben kommunizieren kann. Aber da wir uns jetzt gerade eine lebensbedrohliche Blutung zugezogen haben und die Rettung in jedem Fall mindestens eine halbe Stunde bis eine Stunde bis anderthalb Stunden, je nachdem, wo wir uns befinden, dauern kann, gehen wir einfach mal von einer Stunde aus. Das ist, glaube ich, generell immer ein relativ realistischer Wert. Müssen wir erstmal als allererstes uns darum kümmern, dass wir unsere Blutung gestillt kriegen. Und zwar in diesem Fall wirklich noch bevor wir den Notruf absetzen, weil kein Mensch findet uns einfach so. Wenn wir unsere Blut, oder die kommen einfach viel zu spät. Also nehmen wir an, wir machen erst den Notruf und versuchen uns dann um unsere Wunde zu kümmern, dann kann es schon zu spät sein, weil wir schon zu viel Blut verloren haben. Und bis die da sind, uns mitten im Wald erreicht haben, auch wenn wir unsere GPS-Koordinate durchgegeben haben, das klappt nicht. Deshalb als erstes, und das ist wichtig, bei schwerer Verletzung im Walde, immer erst die Wundversorgung machen und bei lebensbedrohlichen Blutungen grundsätzlich auch immer mit dem, was gerade verfügbar ist. Wenn wir ein Verbandspäckchen griffbereit haben, dann nehmen wir natürlich das, aber auch nur, wenn es wirklich so richtig griffbereit ist, dann kommt es auf jede Sekunde an. Je schneller die Blutung gestillt ist, desto besser. Und das ist wirklich elementar wichtig, dass wir das hinkriegen, bevor wir eben selber uns ausnoggen. Denn wir gehen ja auch davon aus, dass wir alleine sind. Der Waldläufer, ob er jetzt ein Prepper, ein Bushcrafter, ein Survivalist oder was auch immer ist, ist ja meistens dann doch eben alleine, und das ist eben auch in diesem Szenario, sind wir alleine unterwegs. Und deshalb muss das wirklich ganz schnell gehen und da Scheiß auf Infektionsrisiko nehmen, was da ist. Zum Beispiel so ein Tuch. Selbst wenn man vielleicht ein Verbandsmaterial dabei hat, bis man das rausgefriemelt hat, wenn es jetzt nicht gerade im Gürtelholz da quasi ready to use mitgeführt wird, geht das einfach so viel schneller, dass sich das lohnt. Und Infektionsrisiko ist kein Thema. Das kriegen die im Krankenhaus alles hin. Selbst wenn man eine Blutvergiftung sich holt, das kriegt man alles hin im Krankenhaus. Verbluten, das kriegt man nicht in einem Krankenhaus. Das ist dann zu spät. Und ja, deswegen, das ist das Allerwichtigste. Gerade eben bei solchen Verletzungen. Wenn es was nicht so Dramatisches ist, dann kann man in Ruhe erstmal den Notruf absetzen, dann noch versuchen, runter zum Waldweg zu kommen und gut ist. Aber in dem Fall erst versorgen, dann Notruf. Damit die wissen, mit den GPS-Koordinaten, die ihr im Idealfall eben habt, per App, die ihr denen dann durchgeben könnt, dass
ja, wo ihr dann ohnmächtig geworden seid, nachdem ihr euch halbwegs noch verarzten konntet. Und dann da wird es aber auch lange, lange, lange dauern, bis sie euch finden, ob eure Verarztung dann ausreicht, um das Verbluten zu verhindern, bis die dann letztendlich da sind, was dann nicht nur eine Stunde, sondern auch gut und gerne vielleicht 2 Stunden dauern kann. Ob das klappt, ist wieder fragwürdig. Deswegen Position 3, nach Notruf absetzen, sofern das überhaupt möglich ist, weil ihr Handyempfang habt, weil zum Telefonieren benötigt ihr unbedingt Empfang. Eure GPS-Koordinaten könnt ihr vielleicht auch so rausfinden. Aber das hilft euch nichts, wenn ihr keine Möglichkeit habt zu telefonieren. Deswegen Priorität 3, beziehungsweise 2, wenn ihr überhaupt nicht telefonieren könnt. Irgendwo hin bewegen, solange ihr euch noch bewegen könnt, an dem ihr A, selbstständig gefunden werden könnt von jemandem, der da zufällig vorbeikommt, wenn ihr völlig ins Delirium abdriftet. Das ist dann immerhin noch eine gewisse Überlebenschance. Oder ihr geht irgendwo hin, wo ihr euch ziemlich sicher seid, dass ihr da Handyempfang haben würdet. Deswegen ist es wichtig, wenn man ein Lager hat, das sich an einer Position befindet, an dem man keinen Handyempfang hat und man bleibt da längere Zeit, dann sollte man irgendwann auch mal abgecheckt haben, wo denn die nächste Position mit Handyempfang ist, wo man einen Notruf abgeben könnte, wenn man das denn tun müsste. Ganz wichtig. So, jetzt gehen wir also davon aus, dass wir aber es geschafft haben, einen Notruf loszuwerden und müssen uns jetzt nun an eine Straße begeben, damit man uns auch relativ einfach einsammeln kann mit technischen Hilfsmitteln neben einem entsprechenden Krankenwagen. Es gibt ganz, ganz theoretisch noch die Möglichkeit, wenn sich in der Nähe eine Lichtung befindet, eine richtig große, von der ihr wisst, dass ihr euch dahin schleppt und sagt, holt mich mit dem Hubschrauber und dann nochmal eure GPS-Koordinaten an der entsprechenden Lichtung genau durchgebt, wo das jetzt exakt ist. Aber das wird nur in den ganz seltenen Fällen wirklich eine Option sein oder ihr seid nur am Waldrand und könnt raus auf den Acker laufen, irgendwie sowas. Aber wie gesagt, selten eine Situation, dass das vielleicht mal zutreffen könnte. Man sollte es aber trotzdem im Hinterkopf behalten, dass die Rettungsoption mit Hubschrauber sehr wohl eine Möglichkeit eben darstellt. Nicht einfach davon ausgehen, die müssen jetzt mit dem Krankenwagen kommen. Wir schaffen es also vielleicht eben jetzt noch an die Waldstraße. Und damit wir das an die Waldstraße schaffen können, brauchen wir einen Schock. Denn der Schock ist nicht nur ein Problem, bei dem man die Beine hochlegen muss, um den zu therapieren, sondern der Schock hat natürlich auch eine biologische Funktion. Der sorgt nämlich dafür, dass wir erstens mal nicht gleich vor Schmerz völlig ins Delirium abgleiten, weil nachdem man sich eine enorm schwere Verletzung zugezogen hat, hat man halt erstmal diesen Schock, in dem man so eine Art Plam-Plam-Zustand ist, kann in diesem Zustand mit großer Geistesgegenwart aber eben sich noch vernünftig versorgen, ohne gar nichts mehr auf die Reihe zu kriegen. Und wenn man dann sich eben beeilt, schafft man es vielleicht noch, bevor der Schock abklingt und man ins Delirium gleitet vor Schmerz und vor Blutverlust und so weiter und so fort, noch rechtzeitig eben sich dahin zu schleppen, wo man hin muss. Auch bei einer schweren Verletzung ist man danach noch eine Zeit lang einigermaßen möglicherweise mobil. Wenn 2 Beine ab sind, dann natürlich nicht. Aber falls es nur 1 Bein ist, dann kann man noch hüpfen. Übrigens, am besten wie Crocodile Dundee in die nächste Stadt, nach Walkabout Creek, am Krankenhaus vorbei, in die Bar, um ein Bier zu trinken. Ja, ich mag Crocodile Dundee, ist einer meiner Lieblingsfilme. Habe ich auch 20, 30 Mal gesehen. Ja, bestimmt. Also über 20 Mal auf jeden Fall. Der ist so großartig. Allein die Szene mit dem Messer. Vielleicht weiß der eine oder andere, wovon ich spreche. Ich will es nicht wiedergeben. Es ist so großartig. Gut, das wäre also eben auf jeden Fall ganz, 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 ganz wichtig. Wohin gehen, wo man eingesammelt werden kann. Und dann nach Möglichkeit nochmal eben den Notruf aktualisieren, wenn man die Möglichkeit hat, nochmal die aktuellen Koordinaten durchgeben. So, und jetzt nochmal für diejenigen, die kein Smartphone im Walde dabei haben, was durchaus mich mal treffen könnte. Ich nehme das Ding nur mit, wenn es unbedingt sein muss, beziehungsweise wenn ich irgendwie weiß, dass mit einem Anruf oder einer wichtigen Nachricht oder irgendwas zu rechnen ist. Ich mag das nicht, im Walde erreichbar zu sein. Natürlich kann man es auch mitnehmen und ausmachen, aber ich lasse es am liebsten eigentlich liegen. Das ist natürlich persönliches Risiko bzw. persönliche Blödheit, wenn man sagt, man geht ohne Handy in den Wald. Vielleicht kann man sich ja für so einen Zweck auch ein Zweithandy, so ein Steinzeitprügel mitnehmen, den man auch ausgeschaltet einfach dabei hat, einfach als Notfall zu Hause Anruftelefon. Sowas habe ich auf Touren immer dabei, also bei größeren Veranstaltungen, nicht beim einfachen
kleinen Waldspaziergang oder sowas. Aber wenn man jetzt keine Telefoniemöglichkeit hat oder keinen Empfang, also absolut keinen Empfang, das ja nicht zwar unwahrscheinlich ist, aber doch mal vorkommen kann, oder beim Smartphone ein sehr realistisches Szenario, der Akku ist leer, dann muss man sich irgendwie anders helfen. Und die Vorgehensweise verläuft da ähnlich erstmal wie bei der Variante, bei der man Hilfe rufen kann. Man muss sich zuallererst mal lebensbedrohliche Blutungen drum kümmern, das ist klar, alles andere geht sonst gar nicht. Dann wäre es hilfreich, eben wenn man sich irgendwo hinbegibt, von dem man dann weiter selbstständig gefunden werden kann per Zufall. Also runter zur Waldstraße, da wir ja oben auf dem Berg hocken, da könnte irgendwann mal ein Wanderer, ein Jogger, ein Spazierer, der Förster, der Jäger, irgendjemand vorbeikommen und eins darum liegen sehen. Das ist wahrscheinlich dann das Einzige, was man dann überhaupt noch machen kann. Sich irgendwo hinbegeben, wo man so exponiert rumliegt, dass man durch Zufall gefunden werden kann. Man wird bei einer richtig, richtig schweren Verletzung natürlich nicht mehr in der Lage sein, die nächste Kneipe zu kriechen, um ein Bier zu trinken. Auch wenn ich immer noch davon ausgehe, dass das irgendwie noch gehen muss. Nein, wahrscheinlich nicht. Und dann kann man eigentlich wirklich nur noch hoffen, dass man gefunden wird. So, und dann wäre jetzt halt eben noch das böse, böse Szenario, in dem wir überhaupt keine technischen Hilfsmittel zur Verfügung haben, außer einen simplen Anruf. Also wir haben quasi kein GPS-Signal, wir haben kein reguläres Handynetz, mit dem wir Internet zur Verfügung hätten. Was wir haben, ist nur noch ein simpler Notruf in einer Situation, in der wir irgendein Netz nutzen, das nicht unser eigenes ist. Dann haben wir halt nur noch die Möglichkeit zu beschreiben, wo wir uns eigentlich befinden. Und das ist insbesondere dann diffizil, wenn wir irgendwo abseits des Weges rumliegen. Wie beschreibt man, ich liege im Wald? Ja, ich bin so ein bisschen reingelaufen und dann bin ich vom Weg links runter. Keine Ahnung, wie der Weg heißt, der führt halt von Dorf XY in den Wald. Ja, von der Mitte des Dorfes ungefähr. Und bin dann nach einer Stunde laufen, bin ich links abgebogen und da so ein Berg hoch. Und jetzt liege ich hier. Da findet euch kein Mensch. Also zumindest nicht in annehmbarer Zeit. Bis dahin seid ihr kaputt, bis die euch finden. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich so grob Gedanken macht, wo ist man denn hier eigentlich? Das ist nicht nur deswegen wichtig, damit man dann einen vernünftigen Notruf absetzen kann, sondern es ist auch deswegen wichtig, damit man sich auch nicht verläuft. Das passiert nämlich auch Leuten, die sonst von sich auch, meinen, einen guten Orientierungssinn zu haben, immer mal wieder, dass die sich dann halt doch nochmal im Wald verlaufen. Es kann, wenn man da gerade mal eine Runde pennt vielleicht, mal einen Überblick verliert, bisschen da rumgesessen ist oder sonst wie, da kann schon mal vorkommen, dass man dann wirklich irgendwie keinen Plan mehr hat, wo man jetzt eigentlich ist. Gerade wenn man in einem Dickicht rumläuft und überhaupt nicht weit gucken kann. Was man übrigens sowieso nie tun sollte im Dickicht rumlaufen, weil A, verboten, B, Wildschwein. Wildschwein ist immer ein gutes Argument, finde ich. Aber falls man es trotzdem mal tut, weil man da halt gerade mal eben durch muss, um von A nach B zu kommen, was man nicht tun darf, aber man hat es jetzt doch getan, dann hockt man eventuell in diesem Dickicht und hat gar keine Ahnung mehr, wo es lang geht. Jetzt hat man die Möglichkeit, einen Kompass zu benutzen. Ein Kompass ist dann super hilfreich. Dazu mache ich mal irgendwann noch mal ein extra Video, eben, was man mit dem Kompass anstellen kann, wenn man keine Karte zusätzlich noch dabei hat. Weil davon gibt es meiner Meinung nach zu wenig Videos. Es gibt einen Haufen Videos, was man mit Kompass und Karte machen kann. Die sind auch alle hervorragend. Aber es gibt zu wenig, was man mit einem Kompass machen kann, wenn man keine Karte hat. Jedenfalls kann man mit dem Kompass vermeiden, dass man einen völligen Orientierungsverlust erleidet und gar keine Ahnung mehr hat, wo vorne und hinten ist, sozusagen. Hat man einen noch so kleinen Knopfkompass, dann weiß man immerhin grob, okay, ich bin jetzt die ganze Zeit und guck da gelegentlich auch drauf, das ist natürlich wichtig. Bin die ganze Zeit irgendwie nach Osten gelaufen, wenn ich jetzt nach Westen laufe, komme ich ungefähr wieder da raus, wo ich losgelaufen bin. Zumindest so ganz, ganz grob. Man läuft dann zumindest mal nicht völlig in die falsche Richtung, in die entgegengesetzte Richtung oder im 90-Grad-Winkel ganz woanders hin. Das ist schon mal wichtig. Was man sich jetzt also merken sollte, während man durch den Wald läuft, ob man jetzt auf dem Weg unterwegs ist oder dann irgendwann nicht mehr auf dem Weg, ist immer, welchen Weg hat man primär genommen, um in den Wald zu kommen. Dann sollte man darauf achten, wenn man an Schildern vorbeikommt, auf denen der Name des Weges steht, eine Forststraße, das
meine ich jetzt mit Weg, ich meine immer eine Vorstraße in der Regel. Es sei denn, es ist jetzt zum Beispiel der Westweg, dann weiß man ohnehin, dass es der Westweg ist. Dann ist der Name des Weges ja bekannt. Bei Langstreckenwanderwegen sollte das kein Problem sein. In allen anderen Fällen gucken wir mal bei der Vorstraße, da steht irgendwann bei vielen Vorstraßen auch mal irgendwann der Name dran. Spechtweg, Unnötigweg, Breitarschweg, mein Lieblingsweg. Der heißt wirklich so, ganz offiziell. Einfach mal darauf ein bisschen achten. Wenn man es halt im Parcours nicht rausfinden kann, wie der Weg heißt, ja, dann weiß man es halt nicht. Aber wenn es da dran steht, dann sollte man sich das vielleicht auch merken. Und dann sollte man sich eben auch, wie ich schon gesagt habe, merken, an welchem wesentlichen Orientierungspunkten man vorbeigekommen ist. Wie zum Beispiel irgendeinem Hüttennamen. Schweinlachhütte beispielsweise. Das muss man sich dann halt auch merken. Okay, ich komme aus Richtung Dorf XY, bin den so und so Weg entlang gelaufen und wenn ich nicht weiß, wie der heißt, dann weiß ich zumindest, ich bin ziemlich direkter Linie zur Schweinlachhütte gelaufen und von der Schweinlachhütte bin ich weiter Richtung Kompass Norden. Und dann ist zumindest erheblich besser, als wenn ihr sagt, ich liege im Wald und sterbe gleich. Keine Ahnung, wo ich bin. Wenn man dann den Weg verlässt, also das relativ einfach zu navigierende Wegenetzwerk, auf dem man auch leicht gefunden werden kann, indem man einfach die Wege entlang fährt, dann sollte man sich halt merken, geht man links oder rechts vom Weg runter, in welche Richtung ist man vorher gelaufen, Himmelsrichtung, Nord, Süd und so weiter. Und ganz hilfreich ist es dann noch in der Lage zu sein, zu beschreiben, wie der Wald aussieht, in dem man hier liegt und verblutet. Im ersten Moment denkt man jetzt mal, na und, das hilft doch keinem weiter, ist halt ein Wald. Ja, es gibt aber noch den Förster und für den ist das sehr wohl nicht einfach irgendein Wald, sondern wenn ihr dem eine vernünftige Bestandesbeschreibung liefert, muss jetzt nicht mehr professionelle Bestandesbeschreibung sein, das ist schon ein ziemlich kompliziertes Feld, übrigens eine richtig gute Bestandesbeschreibung zu machen, aber dem ist schon super toll geholfen, wenn der nämlich an seinem Telefon hängt und euer Notruf eventuell oder ihr den weitergeleitet bekommen habt, und der hängt über seiner Karte, seine Forstbetriebskarte, dann steht da nämlich zum Beispiel drin, dass sich so grob in dem Bereich, in dem ihr euch befindet, ein Buchentannenmischbestand befindet, der 80 Jahre alt ist. Und wenn ihr dem jetzt am Telefon sagt, beziehungsweise der euch fragt, was gibt es denn da so für Baumarten? Buche, Tanne, ja. Und dann fragt er weiter, ja, sind das junge oder alte Bäume? Wie dick sind denn die so? So 40, 50 Zentimeter. Und in dem Moment ist klar, okay, es gibt weit und breit nur diesen einen Buchentannen-Mischbestand alten, mit 80 Jahren, wo die Dinger so 40, 50 Zentimeter lang dick sein können. Müssen nicht, können auch erheblich dünner sein, aber wenn es gut läuft, dann sind sie das. Und dann ist klar, dass sie da drin rumliegt. Und dieser Bestand ist jetzt vielleicht 4, 5 Hektar groß. 6, 7, 8 Hektar, scheißegal, sobald man in dem Bestand drinsteht und laut brüllt, könnt ihr zurückbrüllen oder mit eurer Notpfeife pfeifen, piep, und dann hat man euch gefunden. Also deswegen, das ist übrigens auch mal ein gutes Argument, die Baumarten zu kennen, ne? Ich sehe Bäume. Keine Ahnung. Ja, Nadel- oder Laubbäume? Keine Ahnung. Habe ich auch schon erlebt. Man darf sich ja nicht über unwissende Leute lustig machen, das ist böse. Das wäre also dann die Variante, bei der man nur noch einen Notruf absetzen konnte, ohne irgendwelche technischen Angaben machen zu können, wo man sich sonst befindet. Muss man es halt so beschreiben. Variante an die Straße gekrochen und dort zusammengebrochen, haben wir auch durchgesprochen. Da muss man einfach hoffen, dass man gefunden wird, wenn man gar keine Möglichkeit hat, einen Notruf abzugeben. Eventuell kann man natürlich auch in so einem Szenario mit der Pfeife pfeifen oder rufen oder den Hut schwenken oder ja, was einem halt einfällt. Leuchtpistole, entsprechende Leuchtsignale abfeuern. Ich habe so ein Ding mir mal gekauft gehabt für Schweden. Als ich da mal solo unterwegs war, weil ich der Meinung war, es könnte ja hilfreich sein, wenn man notfalls ein Leuchtsignal. Die haben eine Mindesthaltbarkeit, die Dinger. Funktioniert nicht mehr. Ich habe es mal an Silvester abschießen wollen, einfach mal aus Spaß, um das irgendwann mal ausprobiert zu haben. Ich habe genau 3 Schuss. Einer hat funktioniert, die 2 anderen haben nicht mehr funktioniert. Tja. Aber diesen Leuchtsignalgeber, das ist so ein kleines gelbes Röhrchen gefühlt, den habe ich noch irgendwo rumliegen.
Ja, aber das ist jetzt schon wieder alles völlig irrelevant. An dieser Stelle soll es das gewesen sein. Ich wünsche euch hoffentlich keine Unfälle im Wald und wenn doch, dann habt ihr hoffentlich diese App und vollen Empfang und GPS-Signal. Toi, toi, toi. Macht's gut.